kam G-Time bei uns in den TS rein und hat gesagt, dass er so Legend nicht mehr weitermachen möchte und dass er das Ganze einfach beenden wird. Er würde mit G-Portal reden, würde das Ganze dann quasi in die Wege leiten, dass Legend demnächst nicht mehr existieren wird, sprich der Server geschlossen wird. Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Legend Rise of the Phoenix. Und Verzeihung, ich habe die Aufnahme gerade abgebrochen, weil ich F5 und 5 irgendwie Aufnahme anfangen und ihr wisst schon. Ja, lange keine Legend-Folge mehr gehabt und ehrlich gesagt auch keine Lust mehr auf Legend gehabt. Warum, erkläre ich euch im Laufe der Folge. Ich werde euch ganz kurz etwas zeigen. Und zwar Le Monster Farm Welt, die eigentlich am letzten Freitag, sprich vor 4 Tagen, glaube ich, ach, ist ja gar nicht wahr, was laber ich da für ein Shit? Sonntag, so, an dem Nexus-Tag. Also nicht jetzt den letzten, sondern davor den Sonntag. Sie ist quasi schon eine Woche da. So, jetzt, um mal hier zum Punkt zu kommen. Und im Prinzip werdet ihr das wahrscheinlich alles schon in anderen Folgen gesehen haben oder bei G-Times Stream, keine Ahnung, was auch immer. Rathausmarktplatz, Taverne, Pfeilerei, Ladenstraße, Lagerschmiede, ich muss mich hier nochmal... Oh, ich war schon ewig nicht mehr auf dem Server. Heiligtum, Arbeitsamt, okay? BMW 8er. An alle, die Speedtränke und Stärketränke brauchen, kommen in 10 Minuten zum Lager. Wer ist The Butters? Los schnauze, ich will Monster klatschen, aber es geht nicht. Wieso nicht? Ach, die Monster fahren wir das aus? Okay, das wäre jetzt blöd. Das wäre ziemlich blöd, wenn ich jetzt in die Monsterfarmwelt gehen möchte, aber die ist nicht aus. Ja, sonst gehe ich halt in die normale Farmwelt. Ich habe vergessen, mir ein Buch des Rückrufs mitzunehmen. Ich muss leider nochmal zurück. Dann kann ich aber in der Zeit wenigstens erklären, was ich eigentlich erklären wollte. So. Am Sonntag, den weiß ich nicht wievielten, auf jeden Fall war es dann noch Mai, glaube ich. Oder es war der erste, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls an dem Sonntag, an dem eigentlich ein Nexus stattfinden sollte, hat kein Nexus stattgefunden. Grund dafür sind diverse Gerüchte gewesen. Gerüchte bezüglich Bug-Usings bei den Elfen, aber auch bei anderen Völkern. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum der Mensch von den, warum der Dorfbewohner von den Menschen hier bei uns steht. Aber gut. Es wurden einige Fraktionen, aber insbesondere die Elfen, beschuldigt, dass sie durch Bug-Using Items geklont haben. Und in erster Linie natürlich Items, die sehr wertvoll sind und sehr selten, sprich Vampirsäbel oder Legendary oder Set-Ausrüstung. Und ich habe mir mal mein Lager ein bisschen umgebaut übrigens. Rolle des Rückrufs mitnehmen, bitte, danke. Ich nehme mir noch einen Stärketrank oder sowas mit. Dann mal hier Trank der Heilung, Trank der Stärke. Trank der Heilung kann ich auch mal mitnehmen, ist nicht das Schlechteste. Stärke, Heilung... Schnelligkeit, Heilung, einen Stärketrank nehme ich mir mal mit. Nur für den Fall. So, also, die Elfen wurden beschuldigt, Bug-Using zu betreiben. Das sollte dann von G-Time bzw. von seiner Freundin und einigen GMs kontrolliert werden. Sprich, die haben die Datenbänke erstmal, als sie uns das gesagt haben, der letzten 2 Stunden gecheckt. Weil es war kurz vorm Nexus und dementsprechend wurde wahrscheinlich in dieser Zeit am meisten dieses Bug-Using betrieben. Sprich, die Items zu verdoppeln, verdreifachen, ver-50-fachen, wie auch immer. Und sie haben gesagt, für den Fall, dass tatsächlich rauskommen sollte, dass Elfen Bug-Using betrieben haben, werden wir 4 Wochen lang vom Nexus ausgeschlossen. So, dann haben wir natürlich erstmal eine Großaktion gestartet, so nach dem Motto, Leute, wer war das? Seid ehrlich, vernichtet die Sachen. Weil wenn die Sachen einfach alle vernichtet worden wären, dann hätte es nochmal quasi, ja,
Strafminderung gegeben und vielleicht hätte man dann nochmal mit denen reden können. Da oben liegt ein Ei. Das hier ist übrigens das Portal zur Monsterfarmwelt. Ich versuch's mal gerade. Wenn es nicht klappt, ist Pech. Could not connect. Okay. Ja. Ist wieder ein Spam hier. Passt schon. Hier war halt nie normale Farmwelt. So. Dementsprechend wurden die Datenbänke gecheckt. Bevor das Ganze aber noch rauskam, beziehungsweise kurz nachdem uns gesagt wurde, dass die Datenbänke gecheckt werden, kam G-Time bei uns in den TS rein und hat gesagt, dass er so Legend nicht mehr weitermachen möchte und dass er das Ganze einfach beenden wird. Er würde mit G-Portal reden, würde das Ganze dann quasi in die Wege leiten, dass Legend demnächst nicht mehr existieren wird, sprich der Server geschlossen wird. Ja, großes Hin und Her, viele Diskussionen. Im Endeffekt kam tatsächlich halt heraus, dass die Elfen dieses Bug-Using betrieben haben. Circa 15 unserer Leute haben innerhalb von kürzester Zeit wirklich viele Sachen verdoppelt. Und ja, es war eine richtig beschissene Sache. Natürlich haben die dann auch, oder soweit ich weiß, haben die dann natürlich auch sehen können, wer das war. Diejenigen wurden, glaube ich, auch gebannt. Aber es ist natürlich blöd, wenn herauskommt, dass tatsächlich auf diese Art und Weise sich ein Vorteil bei den PvP-Kämpfen verschafft wurde. Es ist natürlich nicht in Ordnung. Es ist den anderen Fraktionen gegenüber nicht in Ordnung. Es ist nicht fair. Und mal abgesehen davon, wir waren sogar auch relativ viele. Man muss sich das mal ein bisschen bildlich vorstellen. Wir waren am Anfang relativ wenige. Die Elfen war die schwächste Fraktion von allen Vieren. Dementsprechend hat G-Time sehr viele Elfen-Wildcards verlost. Ich glaube, es wurden 40 Elfen-Wildcards an einem einzigen Tag verlost. Dementsprechend kamen viele neue rein. Das war das reinste Chaos bei uns in der Fraktion. Auch gerade was PvP und den Nexus und die Außenposten und was weiß ich angeht. Einfach auch, weil die Neulinge noch nicht viel Ahnung davon hatten und einfach reingestürmt sind, sage ich mal, ohne dass sie sich jetzt irgendwie auch im TS beteiligt hätten oder so. Will jetzt gar keinem hier einen Vorwurf machen, ist einfach nur so ein bisschen Aufklärung, sprich, wir hatten zwar viele, aber wir hatten keinen Plan. So. Dann sieht man aber natürlich in erster Linie nur, wenn man zu den anderen Fraktionen gehört, hey, die Elfen sind gerade 70, wir sind aber nur 35, was ist da los? Und dementsprechend, ja, ist das allein wegen der Zahl schon so ein bisschen unfair den anderen gegenüber gewesen. Ich meine, natürlich, im Endeffekt können wir nichts dafür. Wenn da nicht genügend Mitspieler da sind, sind halt nicht genügend Mitspieler da. Punkt. Aber dann auch noch so unfair zu sein und die Items zu verdoppeln und zu verdreifachen, nur um sich einen Vorteil zu verschaffen, den wir sowieso eigentlich schon hatten, mal davon abgesehen, ist absolut nicht in Ordnung. Wir haben auch selber in der Fraktion gesagt, dass das ein absolutes No-Go war und dass das richtig, richtig fies war von unseren, ich finde da eigentlich kaum Worte für, von unseren Leuten. Und ich habe mich auch richtig, ich habe mich richtig für meine Mitelfen geschämt, muss ich sagen. Weil ich hatte teilweise Angst, dass ich selber diesen Bug genutzt habe, ohne es zu wissen. Denn es gibt ja auch einen Bug, der die Backpacks quasi, also der von den Backpacks ausgeht. Und der ist quasi, wenn man jetzt was ins Backpack reinpackt. Ich habe übrigens ein Legendary Backpack gefunden. Das ist so eine Riesenkiste. Holy shit. Wenn man da was reinpackt und durch das Portal geht und die Sachen rauspackt, dann kann es manchmal passieren, dass die, wenn man die Kiste das nächste Mal öffnet, auf einmal wieder drin sind. Dadurch hat man die Sachen verdoppelt. Ohne dass man das eigentlich möchte. Hilfe. Ohne dass man das eigentlich möchte. So, was macht man jetzt aber, wenn man das getan hat? Natürlich, man vernichtet die Sachen. Habe ich in diesem Fall auch getan. Ich hatte halt nur Schiss, dass das jetzt irgendwie rauskommt und dann heißt, ja, ich habe Bug-Using betrieben, du wirst gebannt. Ist im Endeffekt nicht so gewesen. Es war auch gar nicht. Boah, ich habe eine fette Fliege drin. Ich hoffe, die hört man nicht. Es war auch im Endeffekt nicht dieser Bug, der gemeint war. Es gab wohl auch noch irgendeinen Handelsbug, der dann gemeint war, der dafür sorgte, dass man die. Ups. Oh, gib mir. Die dafür. Es gab noch einen Handelsbug, der dafür gesorgt hat, dass man Dinge doppelt hat. Ich kann mir das nur in etwa so vorstellen, dass man quasi Gegenstände handelt und sie dann aber trotzdem noch selber im Inventar hat. Das ist so das Einzige, was ich mir erklären kann. Wäre natürlich auch ziemlich mies, wenn man das dann ausnutzt und sagt, hier komm, handel mal mit mir, dann kriegst du den. Ich habe ihn aber trotzdem noch irgendwie so in der Art, keine Ahnung.
ist ziemlich mies. So, wir hatten dann aber noch lange, lange Diskussionen, sowohl hier im Minecraft-Chat als auch noch im TS. Ich habe an diesem Tag, glaube ich, 8, 9 Stunden im TS verbracht, sowie auch auf dem Server. Und ich muss auch sagen, diese ganzen Turbulenzen, die dann entstanden sind, waren dezent nervig. Zum einen waren wir uns halt nicht sicher, hat G-Time das jetzt ernst gemeint, weil es war nicht das erste Mal, dass er damit gedroht hat, dass Legend aufhört. Zum anderen, wenn es sicher gewesen wäre, wir haben halt alle noch fleißig am Heiligtum gearbeitet. Und dann war halt so, an dem Moment, wo es hieß, Legend hört auf, dachten wir uns so, ja gut, warum sollen wir dann noch am Heiligtum helfen, ne, wenn es sowieso bald vorbei ist? Wozu der ganze Stress noch? Dann werde ich jetzt lieber versuchen, das Spiel bestmöglich noch zu genießen. Und ja, das haben die meisten dann natürlich auch getan, inklusive mir. Ich habe dann an meinem Häuschen weitergebaut. Ich war hier in der Farmwelt, habe noch ein bisschen Equipment gefarmt. Ich wusste zwar nicht mehr wofür, aber es macht halt einfach Spaß, ein paar Monster zu klatschen. So. Und ich habe auch nicht mehr eingesehen, am Heiligtum dann zu helfen. Ich habe wirklich 2 Tage lang, bis das wirklich feststand, dass es nicht beendet wird, habe ich am Heiligtum keinen Finger gerührt. Ich meine, ich habe bis jetzt leider auch noch nicht so viel am Heiligtum getan, das muss ich leider zugeben. Aber ich muss da, ich mache auch mal eine Folge, wo ich da euch das Heiligtum zeige, glaube ich, das wäre ganz cool. Und im Endeffekt ist dann einer der GMs so ein bisschen durchgedreht, sage ich mal. Und auf einmal hatten wir alle einen Permaban. Das war innerhalb von ein paar Minuten. Es ist auf einmal passiert, dass ich, weil auch unser König auf einmal weg war, der hat nämlich gesagt, also er war nicht wegen dem GM weg, sondern weil er es selber wollte. Er hat gesagt, er hat auf den ganzen Mist keinen Bock mehr. Er hat auf Legend allgemein keinen Bock mehr und er wird wahrscheinlich nie wiederkommen. Ob er jetzt mal wiedergekommen ist, weiß ich allerdings noch nicht. Wird sich dann vielleicht zeigen. Ich glaube aber nicht, dass er nochmal wiederkam. Also es hörte sich sehr endgültig an, was er da gesagt hat. Hey, bleib stehen. Und dementsprechend haben wir wahrscheinlich momentan keinen König. Es wurde gesagt, der Rat regelt das alles. Finde ich auch gut. Also wir haben auf jeden Fall noch eine Führung, so ist das nicht. Ein König ist, glaube ich, schwierig, einen neuen zu bestimmen, weil niemand würde Joki ersetzen. Joki war einfach der best König ever. Und im Prinzip habe ich dann einmal geschrieben so, ja, Randale, lasst uns alles anzünden. So nach dem Motto, wir haben halt keine Führung mehr hier, Anarchie, ne? Und dann hatte ich auf einmal 1, 2, 3 Verwarnungen innerhalb von 2 Sekunden. Und dann hatte ich auf einmal den Permaban drin. Dann hieß es, du kannst nicht mehr auf den Server connecten, du wurdest gebannt. So, da habe ich erst gedacht, ich wäre die Einzige. Ich so, oh mein Gott, das war doch ein Scherz, ne? Nehmt mich doch nicht so ernst und keine Ahnung. Hatte mich aber damit abgefunden, dass ich gebannt wurde, weil ich mir dachte, so, ja gut, wenn Legend eh aufhört, was soll's. Dann habe ich aber mitbekommen, dass im TS alle geschrieben haben, ey, warum wurde ich auf einmal gebannt? So, die gesamte Elfenfraktion war auf einmal mit einem Permaban hier bestückt, sage ich mal. Und es gab noch viele, viele andere Sachen, die dazu beigetragen haben, dass es da richtig, richtig viele Unruhen innerhalb der Fraktion gab und auch außerhalb der Fraktion. Sprich, wir waren ja nicht die Einzigen, die da irgendwie dieses Bug-Using betrieben haben. Wir waren zwar die, die am schärfsten beschuldigt wurden und die auch, glaube ich, am meisten gemacht haben. Aber das heißt ja nicht, dass nur wir diejenigen waren, die Scheiße gebaut haben, ne? So in etwa. Es gab jede Menge Unruhen auf dem Server. Im Endeffekt wurden die Ender-Chests noch gecleared, beziehungsweise es wurde gesagt, dass die Ender-Chests gecleared werden, also dass sie leergeräumt werden sozusagen, dass das gesamte Equipment aus den Ender-Chests raus verschwinden wird. War aber im Endeffekt, wie wir herausgefunden haben, nur eine Farce der GMs, weil sie in die Ender-Chests nicht reingucken können. Wir sollten also alle in heller Panik unsere Ender-Truhen leeren und das in normale Kisten packen, damit die GMs das Equipment, was wir da drin hatten, kontrollieren können. Finde ich ziemlich, auch eine ziemlich miese Sache. Sie hätten uns das auch einfach sagen können. Und im Endeffekt kann man mit Sicherheit mit irgendeinem Befehl auch in die Ender-Chests reingucken, wenn man hier die richtigen Befehle eingibt. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann mir gut denken, dass das jetzt nicht die einzige Lösung war, uns da so zu verarschen. Und es hörte sich auf jeden Fall von unserer Seite aus auch so an, als wenn die Elfen quasi die Alleinschuldigen wären. Wir durften auch an diesem Tag nicht in die Monster-Farm-Welt. Die wurde zwar eröffnet, aber die Elfen durften nicht rein. Nur die Elfen durften nicht rein, wohlgemerkt.
Mies fanden wir dann natürlich auch, dass Spark of Phoenix, der wohlgemerkt zu den Elfen gehört, rein durfte. Wir alle anderen aber nicht. Ich persönlich fand das auch unfair, denn klar, er ist ein Let's Player, aber im Endeffekt, wer definiert, wer jetzt ein Let's Player ist und wer nicht? Ich mache auch Videos. Ich bin genauso ein Let's Player wie Spark of Phoenix auch. Ich habe nicht seine Reichweite, natürlich. Aber meiner Meinung nach sind auch kleine Let's Player durchaus noch Let's Player. Und warum durfte er dann in die Farmwelt? Weil er sagen wollte, ja, hier, ich möchte das meinen Abonnenten mal zeigen. Das hätte ich auch sagen können. Ich hätte niemals die Genehmigung dazu bekommen. Aber gut, im Endeffekt waren es viele Ungerechtigkeiten, die an diesem Tag geherrscht haben und viel Unmut, der gesät wurde. Dementsprechend sind einige gegangen. Und dementsprechend sehe ich jetzt hier auch kaum noch Namen, die ich kenne. Es sind an diesem Sonntag auch viele neue dazugekommen, weil um, ich glaube, 18 Uhr die meisten, also die Gewinner der ganzen Woche wurden am Sonntagabend gewitelistet. Dementsprechend hatten wir viele, viele neue an dem Abend, die dann natürlich alle ziemlich abgenervt davon waren, von wegen, ich komme gerade ins Projekt rein und schon hört's auf, ne? Aber wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt 15:03 Uhr, das seht ihr ganz links im Bild. Da steht Ping, darunter steht Game Master und dann steht 15:03 Uhr, das ist die aktuelle Uhrzeit. Ich bin auch übrigens schon fast wieder bei meinen 20 Minuten angekommen, fällt mir gerade auf. Und es sind 81 Spieler online. Das ist nicht mehr annähernd so viel wie sonst. Normalerweise war die doppelte Anzahl um diese Uhrzeit online. Ihr merkt, wie da schon langsam aber sicher die Luft raus ist. Ich meine, ich fand es auch schade, dass das Projekt langsam aber sicher ein reines PvP-Projekt geworden ist. Das war so an sich nie gedacht. Glaube ich zumindest, dass das so nicht gedacht war. Und ich finde es auch extrem schade, weil viele kommen hier rein und sagen als erstes, ja, ich hab's nicht so mit Bauen, ich bin eher für PvP. Ja, ist ja schön, aber dann hätten die nicht in das Projekt kommen sollen, weil das Projekt ist kein PvP-Projekt. Also zumindest habe ich das so verstanden, dass es keins sein soll. Ich packe jetzt mal ein bisschen was hier in mein Backpack rein, weil ich irgendwie ja, ein bisschen Platzmangel habe so. Wie gesagt, ich hatte nie das Gefühl, dass das hier ein reines PvP-Projekt werden sollte. Ich fand es dementsprechend auch ein bisschen schade, dass die meisten mit der Intention hier reinkamen, dass sie hier in so ein PvP-Gemetzel reinkommen. Ich meine, klar, PvP ist cool, macht auch mega Spaß, gerade wenn man hier sich das Equip wirklich hart erfarmt hat und dann damit in die Schlacht ziehen kann und damit dann auch noch Erfolg hat. Das finde ich mega gut. Das macht auch mir tatsächlich sehr viel Spaß, obwohl ich nicht so der PvP-Mensch bin eigentlich. Aber ich finde es einfach mega cool. Und es soll aber einfach nicht der Hauptpunkt dieses Projektes sein. Ich fand das so cool, dass wir hier diesen Gott, ich glaube Angus heißt er oder irgendwie anders, dass wir den Gott haben, von dem irgendwelche Quests aufbekommen, dass das Ganze tatsächlich so einen Rollenspielcharakter hatte. Und das war das Coole, was ich an dem Projekt fand. Und ich finde das schade, dass das so untergeht. Ich habe noch nicht eine einzige Roleplay-Folge hier aufnehmen können, weil ich auch keine Roleplays mitbekomme. Das einzige Roleplay, was ich jemals hatte, war das, nachdem ich Hagmi unsere Welt zeigen wollte und dann quasi im Gefängnis gelandet bin. Und das ist ein Roleplay, das ich leider noch nicht mal aufgenommen habe. Weil mich das total überrumpelt hat. Und im Endeffekt, ja, das Einzige, was ich bisher aufgenommen habe, ist die Hochzeit. Das fand ich sehr, sehr cool. Das war ja im Prinzip auch so ein bisschen Roleplay-mäßig. Ist auch sehr, sehr gut angekommen. Freut mich sehr, dass euch das bisher so gut gefallen hat hier. Ich habe auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, unter anderem auch vom Brautpaar selbst. Und ich freue mich, dass sich die Mühe gelohnt hat. Aber ich habe leider auch sehr wenig Legend-Videos bisher gebracht. Die gestrige Nexus-Schlacht, wenn sie denn dann stattgefunden hat, habe ich leider auch nicht mitbekommen, weil ich sie ehrlich gesagt verschlafen habe. Ich hatte gestern noch Frühdienst und bin aber nachmittags dann so müde gewesen, dass ich einfach weggepennt bin. Das ging überhaupt nicht mehr. Die nächste werde ich aber auf jeden Fall wieder mitmachen. An diesem Wochenende habe ich auch tatsächlich wieder mal frei. Das heißt, ich habe auch Zeit und Muße, dann an der nächsten Schlacht wieder teilzunehmen. Wie gesagt, wenn sie denn dann stattfindet. Kann ja auch sein, dass eine Laune der GMs bzw. von G-Time wieder dafür sorgt, dass es nicht stattfinden wird und keine Ahnung. Ja,
Jetzt wollte ich euch eigentlich die Monsterfarm mal zeigen, aber es funktioniert nicht. Das, was jetzt vorhin da stand mit diesem You can't use this portal Gedönsens, du kannst dieses Portal gerade nicht benutzen oder so ähnlich, das stand auch die ganze Zeit immer an dem einen Sonntag da, als wir das Portal nicht benutzen durften. Da stand tatsächlich eine Zeit lang auch immer ein GM davor, der wirklich uns dann davon gejagt hat und dann am Ende das Portal auch einfach komplett zugebaut hat, damit wir da auf jeden Fall nicht rein können. Es war einfach irgendwie uns gegenüber mega unfair, was an dem Abend da gelaufen ist, fand ich. Und das hat vielen Elfen auch den Spaß am Spiel vermiest. Wir sind im Endeffekt, wir waren 70 Leute und ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens 10 an diesem Tag gegangen sind. Einfach weil sie keinen Bock mehr hatten. Dann hieß es von vielen natürlich, ja, jetzt hat Sheetam doch das, was er erreichen wollte. So nach dem Motto, ja, er hat halt gemerkt, dass wir zu viele sind und wollte, dass wir weniger werden und hat deswegen diese Unruhen gestiftet. Fand ich eine krasse Behauptung. Wie gesagt, ich will jetzt hier auch keine Namen nennen. Es ist auch ziemlich schnell wieder im Winde verlaufen, was das angeht. Aber ja, gut. Ich meine, klar, wir waren viele, aber im Endeffekt war G-Time auch selber schuld, wenn er 40 Wildcards an einem Abend verlost und die anderen Fraktionen nun mal nicht mehr ganz so viele Menschen bzw. Mitspieler haben, wie wir sie nun mal an dem einen Abend hatten. Und ich fange schon wieder an, mega zu überziehen. Ich habe euch jetzt hier eine Runde in der Farmwelt durch die Gegend geführt und habe euch so mehr oder weniger auf den neuesten Stand gebracht. Wie gesagt, ich sehe hier jetzt momentan nur noch Namen, die ich überhaupt nicht kenne. Solche Mitspieler wie Lady Mian oder Anna oder Pascal oder Trank, die ich am Anfang halt sehr, sehr oft gesehen habe, mit denen ich quasi auch schon so ein bisschen hier Jared, unser Kampfmeister, die sind irgendwie alle nicht da. Also zumindest sehe ich nicht, dass sie da sind. Oder Los Schnorros ist der Einzige, der mir jetzt noch was sagt. So, die anderen sind für mich neu. Und das finde ich einfach schade. So, diese ganze Community, die wir uns hier aufgebaut haben, die ist einfach so nach und nach flöten gegangen. Und ja, ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass ich demnächst mit Legend aufhöre, weil ich auch einfach irgendwie keinen Bock mehr habe. Wie gesagt, ich werde euch versuchen, weiterhin auf dem neuesten Stand zu lassen, zu bleiben, zu behalten. Auf dem neuesten Stand zu bringen. Heilige Scheiße, ich habe jetzt zu viel geredet, wirklich. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wenigstens so halbwegs gefallen. Meine Schuhe sind kaputt, fällt mir gerade auf. Macht nichts. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch wenigstens so halbwegs gefallen. Ich habe viel geredet, ich habe vor allem ziemlich schnell geredet, teilweise habe ich gemerkt. Und ja. Das Einzige, was ich jetzt gesagt habe, ist die Wahrheit. Und wie wir es an diesem einen Tag empfunden haben, ich fand es den Elfen gegenüber nicht fair. Weil wir waren nun mal nicht die Einzigen, die diesen Mist gebaut haben. Klar, wir haben Mist gebaut, aber wir waren einfach schlichtweg nicht die Einzigen. Und diese ganzen Verbote, die dann ausgesprochen wurden, auch uns gegenüber, fand ich nicht fair. Der Bann wurde rückgängig gemacht, wie ihr vielleicht auch sehen könnt. Wie gesagt, da ist ein GM ausgerastet und hat einfach alle Perma gebannt. Im Endeffekt haben wir im TS gesagt bekommen, schreibt ein Ausrufezeichen hinter euren Namen, wenn ihr gebannt wurdet und ihr werdet nach und nach wieder entbannt. Ja. Okay, jetzt verfalle ich schon wieder. Es tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal einen Kommentar unter dem Video da, was ihr zu der ganzen Sache haltet. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen und habt euch da schon eure Meinung drauf gebildet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!